Hallo zusammen, hier ist wieder heute Lahn und heute bin ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht's mal um den Great Vault. Da habe ich jetzt eine Woche tatsächlich ausgesetzt. Mir kam MOP Remix ein bisschen in die Quere. Sowohl, habe ich dann nichts Neues für einen Vault gemacht, als auch die anderen Vaults, die ich schon hatte, bin ich nicht mehr dazu gekommen, die alle aufzumachen. Das holen wir jetzt ein bisschen nach. Die Vaults, die ich jetzt aufmache, sind quasi von vor eineinhalb Wochen, als ich die gemacht habe. Die wären aber nicht schlecht, ne? Das Gear bleibt da trotzdem drin. Und ich hatte hauptsächlich vor dem Panda Remix Timewalker gelaufen und aber auch einige LFRs. Und was wir da für einen Stand haben mit den LFRs, gucken wir jetzt mal rein und vielleicht kriegen wir noch das ein oder andere. Also da war nämlich Gewölbe, quasi LFR, habe ich da hauptsächlich gefarmt. Und da sind es jetzt auch nicht mehr so viele Items. Vielleicht, bevor wir jetzt aufmachen, können wir jetzt so ein bisschen reingucken. Im Normal fehlen mir dann nur noch 11 Teile, ne? Da habe ich ja einiges dann auch von LFR auf Normal abgegradet. Und im LFR werden mir da jetzt aktuell 71 angezeigt, so viele sind es aber gar nicht. Und zwar liegt es daran, dass aus der ersten Season die ganzen Tier-Tokens da drin sind. Und die kannst du ja aktuell, wenn das Ding quasi erweckt ist, eh nicht kriegen. Also die kannst du aktuell nicht mitzählen. Also sind es im LFR 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Teile noch, ne? Also ähnlich viele, wie es auch im Normal sind. Da sind es halt noch zwei mehr als im Normal. Im Normal habe ich die ganzen Set-Dinger, weil die konnte man, glaube ich, damals über die verbotene Insel die Set-Teile holen für Normal und dann, glaube ich, auf HC upgraden. Deswegen sind die da auch nicht drin, diese ganzen Set-Dinger. Da sind nur die neuen Set-Teile drin jetzt zum Beispiel. Genau, bloß um, dass ihr so ein bisschen den Stand habt. Gut, und mit Main war ich letzte Woche eine im Plus, ne? Da bin ich ja noch ein bisschen dran. Warte mal, brechen wir das nochmal kurz ab. Bin ich ja noch dran, dass ich quasi über den im Katalysator auch, gut, HC-Set habe ich schon fertig, aber ich brauche noch vier Teile vom Mythic-Set und ja, da gucken wir mal, ob ich ein wenig Glück habe und eins von diesen Set-Teilen drin ist. Schauen wir mal. Ah, ich habe einen Rücken drin, belastend. Jetzt bin ich aber überlegen, ob ich den trotzdem nehme. Also ich könnte natürlich jetzt mit dem auch die Marken nehmen, aber das bringt mir eigentlich nicht viel. Ja, komm, ich habe einen 502er und ich habe 522ers drin. Komm, den nehmen wir. Ich müsste mal gucken, was da rauskommt, wenn ich den Katalysator packe. Weil die Stats sind jetzt nicht so geil. Was habe ich? Gewölbe-Key. Na gut. Einen Gewölbe-Key. Geh mal schnell hoch und schauen wir das mal kurz an, was wir da rauskriegen. Weil da ist jetzt halt Crit-Tempo. Ich hätte halt schon ganz gern Versa drauf, ne, auf dem Umhang. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was da genau auf dem Set-Umhang drin ist. Charges müsste ich jetzt ein paar haben, ne. Ich habe jetzt quasi zwei Wochen keinen Charge benutzt. Und dementsprechend müsste da das ein oder andere frei sein. Also waste ich die da auch nicht unbedingt mit raus. So, also, packen wir den mal rein. Was kriegen wir da? Versa-Tempo. Ich habe sogar drei Aufladungen. Schau mal an. Ja, dann hätte ich gesagt, tun wir den da noch reinpacken, dann ist der ja sogar halbwegs fürs Gear gut. Ne? Hat zwar nur einen kleinen Versa-Stat drauf, aber besser ist nichts. Und ja, packen wir noch die VZ drauf. Was hatten wir da? Schnelle Heimkehr. Ah, das ist für den Ruhestein. Ne? Immer nicht so verkehrt. Also. Heimkehr. Wo haben wir es? Da, 60 Gold. Uiuiui, jetzt wären wir nur arm. Dann sieht das Ding doch schon mal halbwegs gut aus. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Item-Level. Ich habe jetzt halt bei dem Char nichts mehr gemacht, ne? Panda Remix ging für mich ein bisschen vor. Da kann man ja einiges collecten. Aber zumindest einen Key habe ich noch absolviert. Gut, dann war das bei dem Char. Leider kein T-Mog, bisschen Gear-Upgrade. Und dann gucken wir mal weiter, was bei den anderen so geht. Gut, dann sind wir als nächstes auf dem Hexenmeister. Jetzt schauen wir mal, was der da Schickes hat. Ich meine, mit dem war ich Timewalker, ne? Also Timewalker Dungeons. Gut, wir haben jetzt hier halt einen Umhang. Ja, das lohnt sich eigentlich ehrlich gesagt nicht. Den könnte ich jetzt nur einmal upgraden. Aber ich glaube, das bringt nichts. Und jetzt muss ich mal gucken, wie es vom Item-Level, wie es da nochmal war. Jetzt bin ich schon ein bisschen raus wegen dem Panda-Mix, was jetzt wie hoch war. Ach ja gut, hier siehst du es nicht vernünftig, ne? Warte mal.
Muss man nochmal gucken, wie jetzt die Schwellen war, ob das jetzt Normal oder HC-Gear war. Und das, wenn ich jetzt hier HC gehe. Ah ne, das war 500, ne, war HC. Okay. Na ja, gut, also dann ist das quasi ein LFR, wahrscheinlich noch vom Item-Level her. Wenn ich es einmal upgrade, habe ich ein Normal, also das bringt mir nichts. Dann nehme ich lieber hier die Marken. Also ich denke mal, die ganzen Items, die ich jetzt aus dem Time Walker krieg, kann ich vergessen, weil das ist Dungeon-T-Mock, ne? Und wenn ich es dann umwandle, könnte ich nur über den Katalysator was kriegen, aber es ist vom Item-Level zu niedrig, dass es sich lohnt. Also die ganzen Sachen laufen eh alle auf Marken raus. Als nächstes haben wir den Priest und ich vermute, mit dem war ich auch im Time Walker, oder? Da haben wir sogar ein paar mehr gemacht. Okay, das brauchen wir auch nicht. Da wird es dann auch auf die Marken rauslaufen. So, dann haben wir noch einen Magier. Und mit dem habe ich auch nur einen Time Walker gemacht. Okay, dann nehmen wir auch die Marken. So, dann haben wir jetzt noch einen Worry. Da habe ich, glaube ich, nur Fyrak umgehauen, ne? Und wahrscheinlich ein bisschen Time Walker. Ja, gut, ein Boss reicht nicht. Ach, schon mal, da gibt es sogar ein Setting. Aber dann nehmen wir hier auch die Marken mit dem. So, dann haben wir hier noch einen Hunter. Mit dem war ich ein bisschen im LFR unterwegs. Oh, Armbrust brauche ich nicht, Kopf brauche ich nicht, Trinket brauche ich auch nicht. Belastend, da haben wir jetzt tatsächlich schon alles. Ja, ist auch nicht mal besser, ne? Ja gut, dann nehmen wir auch wieder die Marken. So, jetzt habe ich hier noch beim Shami gerade den Vault aufgemacht. Bisschen zu spät die Aufnahme eingedrückt. Aber hier ist auch nur Mist drin. Wir haben quasi eine Waffe, wo ich das T-Mog schon habe. Und einen Ring. Dann können wir tatsächlich auch wieder die Marken einmal nehmen. Als nächstes haben wir noch einen Worry. Und der hat hier nur so einen Umhang drin. Naja, dann nehmen wir wohl auch da die Marken. Dann haben wir noch einen Evoker und der hat schon wieder einen Zong. RIP, können wir gleich schon wieder weiter. Hier nehmen wir die Münzen. Beziehungsweise ich müsste noch auf Ding gucken. Vielleicht ist das einer der Chars, wo ich was upgraden muss. Nee, Telagosa, da habe ich noch was zum Upgraden, ne? Ich gucke hier mal so auch ein bisschen übers Gear drüber. Ob ich da die Marken benutzen kann, aber nee. Baut schlecht aus. Dann haben wir als nächstes einen Priester. Mit einem Ring. Okay, das kann ich gleich schon mal wieder vergessen. Okay, dann haben wir noch einen Priester. Ne, das bringt mir auch kein T-Mock. Dann nehmen wir wohl auch wieder die Marken. So, dann haben wir einen Demon Hunter als nächstes. Ich hoffe mal, da ist jetzt was Gescheites drin, denn mit dem war ich im LFR. Jetzt schauen wir mal. Ne, ne. Und auch wieder dreimal nix. Belastend, das läuft wohl leider auch auf die Marken raus. Schade aber auch. Dann haben wir noch einen Priester am Start. Komm, jetzt gib mir mal was Gutes. Dolch ist nix. Trinket ist auch nix. Heiß ist auch nix. Och, Mann. Nur Kacke hier. Die ganzen LFR-Runs haben sich nicht so rentiert, so wie es hier ausschaut. Dann haben wir jetzt hier noch einen Paladin. Ich glaube, mit dem war ich auch Time Walker, oder? Ja, sogar einiges an Time Walker haben wir da gemacht. Das brauchen wir alles nicht. Oder jetzt gucken wir nochmal grob drüber. Der hat gar keine Marken. Naja, komm, nee, wir nehmen die Marken. Der hat gar keine, falls ich mit dem noch irgendwas zum Upgraden habe, ne? Wird es wahrscheinlich besser sein. So, Dollar, gleich der nächste Parler. Ich hoffe, da ist jetzt was Besseres drin. Ah, okay, Set und Rücken. Naja. Na komm, nehmen wir hier auch die Marken. Ohne T-Mock ist das eher eine schlechte Angelegenheit. Als nächstes haben wir noch einen Worry. Und mit dem war ich, glaube ich, wieder im LFR. Naja. Und jetzt schauen wir mal, haben wir was Gutes. Also einen Kopf, den brauchen wir nicht. Ein Trinket auch nicht. Und die Hose ist auch RIP. Und was haben wir hier? Ein Trinket. Ach, ist das belastend. Dann läuft es wohl ebenfalls auf die Marken raus. Dann schießen wir direkt nach mit dem nächsten Worry. Ich meine, mit dem war ich wieder im Time Walker, oder? Ja, mit dem war ich im Time Walker. Das ist eine klare Sache. Dann nehmen wir auch die Marken. So, dann haben wir jetzt hier noch einen Parler. Und? Komm, bitte. Nee, war wieder nix. Das ist hier wieder Schlachtzugsreiter, ne? Also da war wieder im LFR unterwegs. Und wieder nix. Aber gut, ich habe halt schon fast alle Sachen aus den drei Raids, ne? Aus denen ich jetzt quasi noch Loot generieren kann. Und die letzten paar, das ist halt immer ätzend. Naja, machst du nix.
Juti, dann gucken wir mal, was der Magier hier drin hat. Oh, was ist das? Schultern, Kopf und Schultern, hab ich alles schon. Belastend. So, dann haben wir einen Paladin. Mit leider nur Mistloot. Schade aber auch. Als nächstes haben wir einen Hexenmeister. Und ich meine, mit dem habe ich auch wieder Timewalker. Ne, nicht Timewalker, sondern halt hier Dings gemacht, ne? Nicht M+, sondern LFR. Aber das hat sich auch wieder nicht gelohnt, weil ich zwei Setteile krieg. Belastend. Sehr, sehr belastend. So, dann haben wir jetzt hier noch einen Deka. Und der hat leider auch nur Dungeon-Loot drin. Schade. Als nächstes haben wir dann noch einen Evoker. Und komm, der hat jetzt mal was Schickes, oder? Nee. 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 Der hat sogar richtig viel gemacht, aber es bringt alles nichts. Alles nur Glump. Schade aber auch. Gut, schauen wir mal, was der Schucke hier drin hat. Ein Gürtel, den ich nicht brauche. Den können wir eigentlich schon mal weghauen. Nehmen wir wieder die Marken. Als nächstes haben wir noch einen Schurken. Ah nee, komm, was habe ich denn extra LFR gemacht und dreimal einen Non-Transmog-Slot. Mega belastend. Als nächstes haben wir noch einen Shami. Ne, brauchen wir auch nicht. So langsam glaube ich nicht mehr dran, dass wir hier noch einen Temok kriegen, ne? Schwierig. So, okay. Das da umtauschen. Dann haben wir jetzt noch einen Hunter. Und... Nein, nein und dreimal nein. Wieder LFR für den Sack. Gut, dann gucken wir jetzt als nächstes hier auf den Priester. Der hat ein paar Dungeon-Sachen und da brauche ich auch nichts. Dann haben wir noch einen Deka. Ach nö, das habe ich schon, das Schwert. Das haben wir alles schon. Das Trinket ist gar nicht schlecht, das scheppert gut rein tatsächlich. Das haben wir mit dem Main auch mal eine Weile gehabt. Gut, dann haben wir jetzt hier noch einen Pala. Und was hast du Schickes? Okay, mit dem habe ich anscheinend einiges gemacht. Schade, das brauchen wir alles nicht. Komplette Nullnummer. Schade, dass man da nicht mehr kriegt. Ne? Mehr als 6 Teile kannst du anscheinend nicht bekommen. Hätten ja dann für jedes nochmal 2 extra machen können. Als nächstes haben wir noch einen Hunter. Und? Ne, ne, ne. Auch wieder 5-mal nix. Ich muss jetzt mal gucken, was hat denn der drin? Treffsicherheit. Okay, weil ich glaube, ich habe noch eine Fernkampfwaffe bei Razageth, dass ich da immer den richtigen Speck drin habe. Das ist immer ganz wichtig. Marken wieder. Als nächstes haben wir wieder ein DK. Und, oh, was haben wir hier? Ah, das ist selten ein Schmuckstück, ne? Aber das bringt mir auch nichts. Das bringt mir auch nichts. Ne, habe ich schon alles. Wieder Marken. Als nächstes haben wir noch einen Monk. Oh! Da ist mal ein Item dabei, was ich nur brauchen kann. Schau mal an. Eben hier rumgemotzelt, dass ich keinen Bock mehr habe, hier ein LFR zu farmen. Muss nur motzen und dann kommt was, ne? Okay. Wo ist denn das her? Das ist aus Aberus. Okay, das brauche ich auch nicht upgraden, so wie es aussieht. Das ist sogar besser als das, was ich anhab. Schau mal an, sogar noch ein Gear-Upgrade für den Char. Wunderbar. So muss das sein. Ist wieder eins, das Aberus weniger. Dann haben wir jetzt hier noch ein Worry. Ende und Hose. Achso, ich kann euch mal zeigen. Das habe ich jetzt vorhin gar nicht gemacht, ne? Also aus dem Raid-Pool oben kommen ja quasi auch die Items nicht nur aus dem Gewölbe raus, wo ich jetzt gefarmt habe, aus dem LFR, sondern natürlich auch aus hier Aberus, ne? Da fehlen mir nur noch 10, beziehungsweise hier 8 Items. Und es können auch die Amethrasil-Sachen drin sein. Und da fehlen mir nur noch 2, beziehungsweise 3. Also Amethrasil habe ich schon richtig hart reingegrindet. Also das ist sogar auch ein Set-Teil. Hier, da bräuchte ich ein Stoffding. Normal noch. Auch Stoff. Na, sonst gar nichts mehr, ne? Naja, gut. Also. Aber gut, Stoffchars habe ich nicht so viele, ne? Aber gut, jetzt nehmen wir hier das Teil raus. Deswegen habe ich halt das allermeiste schon, ne? Was auch oben im Schlachtzugsbereich ist. Weil ich halt in Aberus schon sehr weit bin. Amethrasil ist eigentlich schon so gut wie komplett durch.
Und Vault habe ich ja auch schon sehr, sehr viel, ne? Das, und da kann halt der komplette Pool drin sein an Items. Gut, dann haben wir jetzt noch ein DK. Ne, DH ist es, nicht DK. Nix, nix und nochmal nix. Schade aber auch. Dann haben wir einen Paladin. Und der hat nur den Rücken. Brauchen wir auch nicht. Schade, schade. Schauen wir mal, jetzt haben wir noch einen Worry. Was ist das? Ah, das Schild habe ich schon. Habe ich auch schon, habe ich auch schon. Und wieder Marken. Haben wir noch einen Paladin. Der eine Taille hat, die ich nicht brauche. Dann haben wir einen DK. Dem war ich auch wieder ein bisschen im LFR. Oh, das habe ich gleich gesehen, ne? Das Icon sagt mir nämlich nichts. Ah, nice. Da habe ich was von Razageth. Und die Normal-Version habe ich anscheinend schon, also das muss ich nicht mehr upgraden. Das ist dann wohl Item Nummer 2. Perfekt. Ist das vom Gear auch höher? Ja, das ist sogar höher. Sehen wir es gleich mal an. Dann haben wir nochmal einen Paladin. Schuhe, Schuhe, Schild, nix war's. Schade aber auch. Dann haben wir als nächstes einen Schamanen. Das ist schon wieder bitter. Ich sehe das schon, dass das nichts ist. Schwierig vorbei. Warum habe ich denn hier... Hier habe ich All the Things gar nicht an. Aber es steht jetzt nirgends drin, dass ich hier das Mock noch brauche. Ein Set habe ich eh schon fertig. Dann irgendwie die Addons wieder ausgemacht. Weird. So, als nächstes habe ich einen Druid. Jetzt habe ich gerade mal ein bisschen durchgeguckt. Es gibt noch einen Stab, den ich brauche. Für einen Wächter. Ich habe jetzt extra mal hier auf Guardian umgestellt. Der ist aber leider nicht drin. Schade aber auch. Wobei... Mit dem wäre es eigentlich wurscht. Wisst ihr was? Wir nehmen trotzdem die Marken. Aber ich nehme Gold, weil mit Main habe ich ja die ganzen Set-Sachen schon fertig. Die sonst nehme ich ja immer die Münzen. Aber beim Druid können wir tatsächlich... Halt, geht das nicht? Ich habe anscheinend auch hier die Addons nicht an. Da müssen wir das manuell machen. Kann ich ein bisschen Gold mitnehmen. Besseres. Gut, dann stellen wir hier jetzt auf Braumeister. Passt, ist schon. Nee, das Ding ist auch nicht dabei. Schade, wieder kein Stab. So, dann haben wir nochmal einen Druid. Der auf Wächter. Wurde gerade nur umgestellt. Nein, hat er jetzt noch diesen Heal-Ding rein. Ach, scheiße. Habe ich zu spät umgestellt. Ja, okay. Es hätte der Stab sein können, ne? Kacke. Na naja, gut. Ob es dann wirklich gewesen wäre, ne? Das werden wir nie herausfinden. Naja. Dann nehmen wir hier, weil es ein Druid ist, auch wieder ein bisschen Gold. Ich danke. Anscheinend muss ich es dann nochmal abbrechen, ne? Und vorher umstellen, sonst klappt es nicht. So, dann haben wir den Priester. Da können wir den Lootspec schön mal ignorieren. Da ziehen wir jetzt wieder mal nix raus. Okay, schade. Beauty, dann haben wir noch einen Druid. Und hier habe ich die Lootspec jetzt vorher mal auf Wächter gestellt. Und kriegt leider trotzdem keine Waffe. Schade aber auch. Und dann haben wir noch einen Evoker. Haben wir hier einen Hals, einen Stab, Schild und einen Ring. Das brauchen wir nicht. So, dann haben wir jetzt hier noch einen Paladin. Ah, das war auch keine Waffe drin. Ich brauche noch zwei Einhandwaffen und eine Zweihandwaffe, ne? Deswegen habe ich jetzt hier beim Lutzbeck. Na gut, das ist jetzt für Gelder, aber da war eh nichts dabei. Beauty, dann gleich noch ein Paladin. Komm, gib mir doch mal eine Waffe. Was soll denn das? Trinkets, die braucht kein Mensch. Trinket, Ring, Beine. Naja. So, jetzt haben wir einen Evoker. Mal gucken, ob ich mit dem was kriege. Mit dem habe ich nämlich noch was zum Upgraden. Nee, da haben wir tatsächlich nur hier das Ding. Aber die Marken werden jetzt gleich richtig und wichtig. Und zwar... Waren unvorstellbarer Güte. Hab ich da ein Item, das wir noch quasi auf HC hochbringen können. Das müssten hier die Schultern sein, ne? Genau, die sind schon in T-Set umgewandelt. Sind auch schon auf 4 von 8. Damit müsste dann das letzte bisschen noch rausgehen. Ich tue meine Pflicht. Genau, haben wir die Set-Schultern. Wunderbar. So, dann haben wir jetzt noch einen Worry.
Nee, wieder keine Waffen. Schild haben wir. Schade. Das brauchen wir alles nicht. Beauty, als nächstes haben wir einen Hexer. Sieht schon wieder ganz schlecht aus, das sehe ich jetzt schon. Ja, zweimal Set und Trinket. Belastend. Als nächstes haben wir noch einen Magier. Ne. Und nochmal ne. Schade. Da hätte ja mal was dabei sein können. Beauty, dann haben wir jetzt noch einen Evoker. Abschuhe, Hals und eine Waffe. Auch wieder nix. So, was haben wir denn hier noch? Ein Hunter. Ja, den lassen wir mal auf Treffsicherheit. Bogen, Schusswaffe, irgendwie sowas. Die Hose. Wo ist denn die her? Von der Brutmutter. Das ist doch sehr schön. Da ist doch unser drittes Temok-Teil. Sehr schön. Dann sparen wir uns da auch was. Ich hätte zwar lieber die Waffen, weil die sind immer ein bisschen beschissener zum Kriegen. Aber die Hose ist doch auch schon mal nicht schlecht. Die graden wir jetzt noch ab. Normal-Ding auch noch haben. Diese Welt ist groß und wundersam. Ach, da habe ich die Marken nicht. Wisst ihr was? Folge eurem Ruf, wenn ihr mich braucht. Da tun sie downgraden. Ich könnte jetzt den World Boss umhauen, aber die kriege ich ja eh so oft, wie ihr jetzt gesehen habt. Was haben wir hier unten noch? Na gut. Graden. Bleibt wachsam. Okay, gut. Das ist auch schon mal wieder gut. So, dann haben wir noch einen Schurken. Jetzt habe ich mal quasi für Dolch den Speck eingestellt, ne? Also hier Täuschung. War aber trotzdem nicht drin. Schade. Den von Razagast hätte ich schon ganz gern gehabt, den Dolch. Schade. Ja, läuft wohl auf Marken raus bei dem Char. So, dann haben wir jetzt zum guter Letzt noch einen Worry. Und was ist das? Ein Einhandschwert. Was? Krieg ich die ganze Zeit nix und jetzt sind zwei Sachen drin. Wollte er mich eigentlich rollen? Was haben wir denn jetzt hier? Einmal aus Aberus ein Item. Ja gut, Verschmelzungskammer. Das hier ist... Tja, das ist jetzt halt die Frage. Jetzt gucken wir mal kurz rein. Ja, das ist natürlich jetzt richtig blöd. Die ganze Zeit kriege ich nichts und jetzt habe ich bei einem Chart zwei Sachen. Kann ich mir doch nicht erzählen. Also warte mal, jetzt schauen wir mal. Rein Aberus. Das ist der Kolben, ne? Brauche ich diese Stangenwaffe? Das ist sogar eine Stärke-Stangenwaffe, sehe ich gerade. Die Stangenwaffe. Okay, da würde ich in einem Teil zwei Sachen mit einem Stärke-Char brauchen. Und wie sieht's im anderen aus? Wisst ihr, vielleicht kann ich mir dann halt einen kompletten Teil sparen mit einer Rüstungsklasse. Um das geht's. Ist ja nett, bis im zweiten, oder? Die Spinne, ne? Und dann Stoff, ein Schwert. Ja gut, das wäre eigentlich besser, ne? Weil da müsste ich dann nur den ersten Boss immer mit einem Stoffchar machen. Und die anderen, das sind ja eh diese Tierteile. Ja, dann nehme ich wohl das Teil hier. Dann ist das besser, weil bei dem anderen Teil muss ich eh mit einem Stärke-Char für zwei Items rein in den LFR-Teil. Haben wir da wieder eins weniger. Gut, dann graden wir es noch ab. Euch meine Hilfe an. Ich, dass der Marken hat. Dahin können wir es upgraden. Ja gut, dann tauschen wir die halt auch wieder um. Himmel und starke Winde. Wieder gut, dass wir die einen haben. Unsere Suche fruchtbar abwärts sein. Geht's hier immer gut. Wie geht es euch? Wunderbar, da haben wir da auch nochmal ein T-Mock gekriegt. Naja, es waren jetzt nicht viele Mock-Teile, aber müsst halt immer sehen, ne? Ich hab halt schon so gut wie alles oder ne, fast alles von den von dem Stuff, da sind halt nur noch ganz wenige offen. Jetzt muss ich mal nebenbei gucken, wie viele
Volts mehr aufgemacht haben. Also Videoclips habe ich jetzt 56 plus den ich gerade aufnehme. 57. Also ich habe jetzt nicht so viel zwischenrein gecuttet. Das waren jetzt über 50 Volts auf jeden Fall. Naja, nicht schlecht. Juti, dann sind wir für diesmal wieder durch. Nächste Woche ist ja dann auch schon wieder das nächste Time Walker. Cataclysm. Da werde ich ein bisschen was machen. Mach vielleicht auch wieder ein paar von den LFRs und dann schauen wir mal, ob es da wieder ein bisschen weitergeht. Ich verabschiede mich für das Opening, hat mich voll dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.